Hi, schön, dass du wieder da bist hier in der LWS. Ich bin auch noch da, immer noch Paula, dein Yogi für die Corona-Zeit. Was habe ich mir überlegt für diese schöne Sequenz? Wir werden ein bisschen twisten. Was sind Twists? Twists sind eigentlich Verbringungen, Drehungen des Oberkörpers. Und da werden wir heute sogar diesen Block brauchen, weil wir ein bisschen uns an manchen Stellen den Boden vielleicht näher holen möchten. Das heißt, wir starten jetzt auch gleich im Stehen sogar. Du kannst deinen Block aber gerne vorne an die Matte legen, damit du ihn auf jeden Fall griffbereit hast. Wenn du keinen Block hast, dann kannst du auch ein dickes Buch nehmen oder so. Das geht auf jeden Fall auch sehr gut. Alles klar, dann wollen wir mal beginnen. Komm ins erste Drittel deiner Matte. Richte dich hier gut ein, sodass deine Sprunggelenke unterhalb der Hüfte stehen. Du atmest ein, richtest dich gut auf und atmest aus, sinkst hier tief. Zieh den Bauchnabel immer leicht nach innen. Und stell dir hier mal vor, dass du mit deinen Fußaußenkanten die Matte so ein bisschen auseinanderschieben möchtest. Dann aktiviert sich deine Beinmuskulatur. Du kannst dich noch ein bisschen besser aufrichten. Atme ein, bring die Hände nach oben und ausatmen vor dein Herz. Halte die Spannung im Bauch, Beinen und Rücken. Einatmung, Aufrichtung. Ausatmung, halte hier. Einatmung, Länge und ausatmen. Wölbst du dich ganz vorsichtig zu deiner linken Seite. Einatmung, Mitte. Ausatmung nach rechts. Einatmung zur Mitte. Ausatmung nach rechts. Einatmung Mitte. Ausatmung nach rechts. Einatmung Mitte. Ausatmung nach links. Halte hier. Zieh den Bauchnabel fest nach innen. Schieb die Hände weit von dir weg. Du wirst merken, dass sich dein Bauch jetzt schon gut aktiviert. Schieb deine Füße nochmal so ein bisschen auseinander, um deinen Stand zu verstärken. Einatmung, Aufrichtung, Ausatmung. Komm noch mal ein bisschen weiter in die Seitbeuge. Einatmung mit. Ausatmung, beuge dich nach rechts. Einatmen, schiebst du die Hände weit weg. Baust Spannung im Bauch, Po und Rücken auf. Und ausatmen, kommst noch ein bisschen tiefer in die Bewegung. Einatmung, Länge, Ausatmung, halte hier. Feste Spannung im Bauch. Einatmung, Länge und komm wieder zurück zur Mitte. Ausatmung, vorsichtig lösen. Einatmen, bringst du die Hände über beide Seiten nach oben. Und jetzt musst du ausatmen, den Bauch nochmal ganz fest machen, die Füße nochmal ein Stück auseinander schieben. Der erste Twist für heute. Einatmen hier und ausatmen, schiebst du die rechte Hand nach hinten und den linken Arm nach vorne. Achte darauf, dass beide Beckenknochen nach vorne zeigen, die Hände weit auseinander ziehen und der Bauch ganz, ganz fest ist. Bring die Hände weit auseinander. Mit jeder Ausatmung kommst du ein bisschen weiter hier in die Drehung und mit jeder Einatmung richtest du dich schön auf. Halte hier, zieh deinen Bauch nochmal fest nach innen. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr in die Rotation kommen. Einatmung zur Mitte und ausatmend öffnest du dich mit dem linken Arm nach hinten. Schieb die Hände weit auseinander. Achte darauf, dass dein linkes Becken nach vorne zieht. Bring die Hände weit auseinander. Einatmung, Aufrichtung, Ausatmung, Drehung. Einatmung, Aufrichtung, Ausatmung, Rotation. Halte die Spannung im Bauch. Bring dein linkes Becken immer ein bisschen weiter nach vorne. Einatmen, zurück zur Mitte. Ausatmen, löst du vorsichtig ab. Einatmen, streckst du den Rücken halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, gestreckter Rücken halbe Vorbeuge. Ausatmen, ganze Vorbeuge. Einatmen, tritt dein linkes Bein weit zurück. Ausatmen, löst du dein linkes Knie auf die Matte. Wenn du Probleme mit den Knien hast, dann schlag deine Matte gerne einfach einmal um. Dann ist das so ein bisschen besser abgepolstert. Lass deine linke Hand schwer auf dem Boden ruhen und löst dann deine rechte Hand nach oben. Falls du hier merkst, dass der Boden etwas weit weg ist, dann kannst du hier gerne auch deinen Block zur Hilfe nehmen. Atme tief und ruhig. Vielleicht kannst du dein Becken mit jeder Ausatmung ein bisschen tiefer schieben, die rechte Hand weit nach oben öffnen und den Bauch nah am rechten Oberschenkel belassen. Einatmung hier, Ausatmung, komm noch ein bisschen tiefer in die Dehnung. Einatmung, Aufrichtung, Ausatmung. Löse vorsichtig wieder aus dieser Position. Heb dein hinteres linkes Knie und ausatmend tritt so zurück in den herabschauenden Hund. Atme ein, roll dich vor bis in die hohe Liegestützposition. Achtung, kleine Änderung. Ausatmend rollst du zurück, herabschauender Hund. Löse mit der nächsten Einatmung dein rechtes Bein langsam von der Matte und ausatmend zieht dein rechtes Knie unterm Bauch diagonal zum linken Ellenbogen. Einatmung, Länge in Rücken, Arm und Bein. Ausatmung, rechtes Knie zum linken Ellenbogen. Halte hier. Einatmung, Länge. Ausatmung, setz dein rechtes Bein vorsichtig wieder ab. Einatmen, schwingst du dein linkes Bein nach vorne. Wenn du magst, klappst du hier die Matte wieder um und löst dein rechtes Knie auf den Boden.
entweder mit oder ohne Block. Dann die rechte Hand auf dem Boden oder den Block gelagert. Einatmung, Aufrichtung und dann kommst du hier mit der linken Hand nach oben in den Twist. Schau nochmal, dass du dein Becken vielleicht ein bisschen tiefer schiebst, die Bauchspannung aber hältst und hier im Twist nochmal ein bisschen in deinen Bauch hineinatmest. Nimm bewusst vielleicht auch die Enge zwischen Bauch und Oberschenkel wahr. Einatmung, Aufrichtung, Ausatmung, löse langsam wieder auf die Matte. Heb dein rechtes Knie und tritt ausatmend zurück in den herabschauenden Hund. Einatmend löst du den linken Fuß von der Matte und mit der nächsten Ausatmung führst du dein linkes Knie zum rechten Ellenbogen. Einatmung, Länge in Rücken, Arm und Bein. Ausatmung, linkes Knie zum rechten Ellenbogen. Einatmung, Länge. Ausatmung, linkes Knie zum rechten Ellenbogen. Halte hier. Nimm hier noch einen Atemzug. Einatmung, noch einmal in die Länge. Ausatmung, herabschauender Hund. Einatmend rollst du dich vor bis in die hohe Liegestütz. Ausatmung, dein Blick Richtung Matte, Kinn, Brust und Knie setzen ab. Einatmung mit der Beckenschaufel in die Cobra. Ausatmung über die Knie, zurück in den herabschauenden Hund. Einatmend setzt dein linkes Bein weit nach vorn zwischen die Hände. Dein rechtes Bein folgt in die ganze Vorbeuge. Einatmung, strecke den Rücken halb Vorbeuge. Ausatmung, ganze Vorbeuge. Einatmung, lass die Hände über die Seite nach oben fließen, richte dich auf. Ausatmung, zieh die Hände vor dein Herz. Einatmung, bring die Hände über die Seite nach oben. Ausatmen, tauchst du ab in die ganze Vorbeuge. Einatmung, strecke den Rücken halbe Vorbeuge. Ausatmung, ganze Vorbeuge. Einatmen, setz dein linkes Bein weit zurück. Achtung, kleine Änderung. Ausatmung, strecke Rücken und hinteres Bein. Einatmung, heb die Hände über die Seite an und ausatmend schiebst du dich etwas tiefer in die Dehnung. Einatmung, Aufrichtung hier. Ausatmung, halten. Bring deinen Bauch nochmal schön unter Spannung. Beide Beckenknochen nach vorne. Ärger dich nicht, wenn du wie ich ein bisschen am Rumschuckeln bist. Einatmung, Aufrichtung. Ausatmung, sinke tief. Mit der nächsten Einatmung wirst du noch einmal ganz groß hier. Und mit der Ausatmung setzt die linke Hand noch einmal auf den Boden ab. Gerne kannst du dir wieder den Block zur Hilfe nehmen, ihn unter deine Hand setzen. Und mit der Ausatmung kommst du dann hier in den Twist. Halt die Spannung im hinteren Bein. Versuch ganz viel Nähe zwischen deinem rechten Oberschenkel und dem Bauch aufzubauen, sodass du hier wirklich schön in die Verbringung hineinarbeitest. Einatmung, Aufrichtung. Ausatmung, setz die rechte Hand wieder nach vorne. Achtung, kleine Änderung. Einatmung hier und Ausatmung, tritt dein linkes Bein vor in die ganze Vorbeuge. Einatmen, streckst du den Rücken halbe Vorbeuge. Ausatmung, ganze Vorbeuge. Einatmung, bring die Hände über die Seite nach oben, richte dich auf. Ausatmung, zieh die Hände vor dein Herz. Bring jetzt hier beide Füße eng zueinander und löse, wenn du magst, die Fersen ein kleines Stück voneinander. Ich mache das Ganze jetzt spiegelverkehrt für dich vor, damit du kannst mich einfach kopieren. Atme ein hier, bring die Hände hoch und ausatmen, ziehst du die Hände vors Herz und setz dich tief. Atme hier, mit jeder Ausatmung sinkst du vielleicht etwas tiefer, richtest dich mit der Einatmung weiter auf. Bring jetzt hier ganz viel Kraft in deine Hände. Stell dir vor, du möchtest ein Blatt Papier einquetschen. Das hilft dir gleich. Einatmung hier. Und wenn die Ausatmung kommt, twistet dein rechter Ellenbogen auf dein linkes Knie. Das heißt, Einatmung hier und Ausatmung, Rotation zur Seite. Achte darauf, dass beide Knie auf derselben Höhe sind, dein Gesäß schön tief bleibt und du vielleicht den Blick dem oberen linken Ellenbogen hinterhergibst. Einatmung, halte hier. Gib deine Kraft und deine Atmung noch mal ein bisschen mehr in den Bauch und sinke vielleicht etwas tiefer und komm noch mal ein Stück mehr in die Rotation. Einatmung zur Mitte. Ausatmung, twiste direkt in die andere Richtung mit dem linken Ellenbogen auf den rechten Oberschenkel. Halte hier, sink vielleicht noch ein bisschen tiefer. Lenk dich vielleicht durch eine etwas tiefere Atmung von der Wärme in deinen Beinen ab, die jetzt mit Sicherheit aufsteigt. Einatmung, komm noch mal etwas mehr in den Twist. Ausatmung, sinke tief. Einatmung, Mitte, Ausatmung, ganze Vorbeuge. Lockere dich hier ein bisschen aus. Wenn du magst, greifst du mit deinen Händen deine Ellenbogen und lässt dich vom Gewicht deines Oberkörpers ein wenig in die Dehnung ziehen. Schaukel hier so ein bisschen rum und wenn es dein Gleichgewicht heute erlaubt, kannst du auch gerne einmal die Augen schließen. Vielleicht ein bisschen das Gewicht auf deinen Vorderfuß oder auf deine Ferse verlagern, schauen, was das mit deinem Gleichgewicht heute macht.
Ausatmend löst du dann vorsichtig wieder den Griff deiner Hände und rollst dann einatmend langsam auf bis in den Stand. Komm als erstes zu deiner Matte. Atme ein, bring die Hände über die Seite nach oben. Atme aus, komm in die ganze Vorbeuge. Einatmung, strecke den Rücken, halbe Vorbeuge. Ausatmung, ganze Vorbeuge. Einatmen, setz dein rechtes Bein weit zurück. Achtung, kleine Änderung. Ausatmung, strecke Rücken und hinteres Bein. Atme ein, bring beide Hände über die Seite nach oben. Atme aus, sinke tief. Halte die Spannung im Bauch und Rücken. Zieh den Bauch nochmal, Nabel nochmal schön fest nach innen. Und dann schiebst du dein linkes Knie tief in die Dehnung. Einatmung, Aufrichtung. Ausatmung, sinke tief. Einatmung hier. Ausatmung, sinke tief. Einatmung. Und mit der Ausatmung zicke deine rechte Hand auf die Matte oder auf den Block, je nachdem, wie du es magst. Dein hinteres Bein ist gestreckt und dann löst du die linke Hand nach oben für den Twist. Schau hier nochmal, deinen Oberschenkel und deinen Bauch nah aneinander zu bringen, den Rücken ganz lang zu lassen und dich hier im Twist auf die Atmung tief in den Bauch zu konzentrieren. Halt die Spannung, Einatmung, Aufrichtung und Twist. Ausatmung, sinke tief. Einatmung, Länge im hinteren Bein. Ausatmung, löst die linke Hand auf die Matte. Einatmung hier und ausatmend trittst du zurück, herabschauende Hand. Einatmung hier und ausatmend löst du deine Knie auf die Matte. Kommst dann vorsichtig in den Fersensitz. Schau gerne einmal. Ich zeige dir jetzt unser Peak, unseren Höhepunkt der Stunde. Ein ganz kleiner Flow der Beinkraft, Gleichgewicht und diese Twists kombiniert. Ich hoffe, ich bekomme das jetzt im ersten Versuch hin. Ansonsten hoffe ich, dass wir einen guten Videomann haben, der alles rauscht, einfach schief läuft. Also achte auf die harten Schnitte. Also, du bist im ersten Drittel deiner Matte. Atmest ein, richtest dich auf und ausatmend bringst du die Hände zueinander und setzt dich tief. Das, was wir gerade schon geübt haben, ist der Twist. Den machst du hier. Und jetzt merkst du schon, dass du auf deinem vorderen linken Bein das Gewicht hast. Das Gewicht schiebst du jetzt ein bisschen mehr rüber, sodass eigentlich dann der rechte Fuß frei ist. Und den setzt du dann vorsichtig, kontrolliert und nach Möglichkeit geräuschlos nach hinten. Streckst den Rücken und kommst hier ein bisschen weiter in den Twist. Das ist das, was wir jetzt gleich machen. Keine Sorge, ich nehme dich mit, leite dich dadurch. Komm ins erste Drittel deiner Matte. Stell dich schon einmal hin. Atme ein, bring die Hände über die Seiten nach oben. Die Füße sind geschlossen. Und ausatmen, setze dich tief in die Stuhlposition. Atme ein, richte dich auf und ausatmend twistest du dich mit deinem rechten Ellenbogen auf dein linkes Knie. Dein linker Fuß bleibt jetzt ganz fest und schwer vorne stehen. Du kannst dein ganzes Gewicht da eigentlich drauf geben. Und jetzt kannst du schon mal vorsichtig die rechte Ferse so ein bisschen lösen, das Gewicht etwas mehr nach links verlagern. Einatmung, löst vorsichtig den Fuß und bring ihn langsam und geräuschlos nach hinten, ganz kontrolliert. Und bleibe hier in dem Twist. Gib gut Druck auf deinen rechten Unterarm und dein linkes Knie. Streck dein hinteres Bein vielleicht noch etwas mehr. Und wenn du magst, rotierst du noch ein bisschen mehr in der Wirbelsäule hin. Halt die Spannung. Mit der nächsten Einatmung, Kraft in den Bauch und die Beine, richte dich auf in den hohen Ausfallschritt. Ausatmung hier. Einatmung, Aufrichtung. Und mit der Ausatmung gibst du beide Hände nach vorne. Einatmung hier und ausatmen, tritt das linke Bein zurück in den herabschauenden Hund. Atme ein, schieb dich vor an die hohe Liegestütz. Ausatmung, dein Weg Richtung Matte. Kinnbrust und Knie setzen ab. Einatmung, Beckenschaufel, Cobra. Ausatmung, über die Knie herabschauender Hund. Einatmen, setz dein rechtes Bein vor. Dein linkes Bein folgt. Ganze Vorbeuge. Einatmen, streckst du den Rücken, halbe Vorbeuge. Und mit der Ausatmung kommst du in die ganze Vorbeuge. Lass deine Hände über die Seite nach oben ziehen, richte dich auf, ausatmen, ziehst du die Hände vor dein Herz. So, nimm nochmal ganz viel Kraft und Mut zusammen. Die andere Seite möchte genauso durchbewegt werden. Komm ins erste Drittel deiner Matte. Atme ein, hier bring die Hände nach oben und ausatmen, ziehst du die Hände vor dein Herz und setz dich noch einmal tief. Einatmung, Aufrichtung und mit der Ausatmung twistest du mit deinem linken Ellenbogen, hoppla, auf dein rechtes Knie. Halte dabei die Balance, es ist wichtig, sich zu konzentrieren, wie du merkst. Achte darauf, dein Gewicht etwas mehr noch auf das rechte Bein zu schieben und die linke Ferse zu heben. Halte die Spannung. Einatmen, löst du dann vorsichtig den linken Fuß vom Boden und setzt ihn kontrolliert nach hinten. Das schneiden wir nicht raus. Atme hier. Jeder von uns hat eine Schokoladenseite. Bauchnabel nach innen, dann kommst du noch mal etwas weiter in die Rotation.
Halte hier auch die Spannung im hinteren Bein. Ärgere dich nicht, wenn du vielleicht ein bisschen wackelst oder umkippst. Das ist ganz normal. Gerade beim Yoga bekommen wir immer eine zweite Chance. Halte die Spannung im hinteren Bein und auch im Bauch sinkt noch ein bisschen tiefer. Achtung, einatmend kommst du kontrolliert zurück zur Mitte. Richtest dich hier noch einmal auf und ausatmend bringst du die Hände um dein vorderes rechtes Bein. Setzt deinen linken Fuß nach vorne und lässt dich hier noch einmal sanft baumeln. Wenn du magst, verschränkst du noch einmal deine Hände, bringst dein gesamtes Körpergewicht vielleicht mal von vorne nach hinten, pendelst hier etwas, löst auch noch mal den Kopf und kommst dann ganz langsam und Wirbel für Wirbel für Wirbel für Wirbel mit hängenden Schultern und hängendem Kopf in die Aufrichtung. Nimmst einatmend die Schultern noch einmal mit und ausatmend tief. Das war's. Ich sage Namaste und danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir uns noch einmal hier in Videoform quasi wiedersehen und du vielleicht noch mal nach links oder nach rechts durch die Videos klickst. Ansonsten bleib gesund und vor allem zu Hause. Und vielleicht hast du ja den einen oder anderen Freund oder die Freundin, die du auch mit so einer schönen Gleichgewichts-Challenge herausfordern möchtest. Dann verlinkt die vielleicht hier. Dann könnt ihr euch auch über FaceTime oder Zoom oder so zusammen telefonieren. Dann hat Social Distancing vielleicht nicht mehr so ganz den Stellenwert, sondern eher Physical Distancing. Also man kann seine Sozialkontakte ja trotzdem pflegen und ein bisschen Sport machen. Bis bald!